Hallihallöchen, herzlich willkommen zurück bei Projekt SLB 6. Ich habe jetzt ein paar Tage gewartet. Es kam jetzt noch keine Antwort in der Zeit. Also zum Zeitpunkt, wo ich jetzt aufnehme, kam noch keine Antwort. Was nun, wie nun, wann nun? Deswegen machen wir nochmal eine Baufolge. Einfach nochmal, ich baue nochmal ein bisschen hier hinten rum. Dass ich wenigstens hier die Ecke noch fertig mache. Genau, das heißt, wir bauen hier nochmal ein bisschen aus und vielleicht noch eine andere, ich weiß nicht genau. Ja, jedenfalls ist das aktuell so ein bisschen noch der Plan. Ich wollte ja eigentlich hatte ich mir die Woche ganz anders vorgestellt. Ich kann ja mal ein bisschen erzählen. Und zwar, eigentlich hatte ich mir überlegt, Mensch, ich suche mir ein paar Modpacks raus und dann gucken wir mal. Habe ich auch gemacht. Ich habe mir 4 ganze Modpacks rausgesucht. 2 auf der 1.14.4. Und 2 auf der 1.15.2. Weil ich dachte, okay, ja, vielleicht ist eins davon nicht ganz so toll, dann nimmst du einfach das andere und dann ist alles total locker, fluffig, schön und danach hast du da irgendwas. Ich wollte kein Riesen-Modpack nehmen, was einfach nur alle Mods zusammenknallt. Deswegen habe ich mir ein paar rausgesucht, wo ein bisschen was dahinter ist. Dachte ich. Es gab welche, da war was dahinter, aber gut. Jedenfalls habe ich dann angefangen, diese Modpacks mal runterzuladen. Habe diesen Modpack installiert und durfte schön feststellen, dass da irgendwie, ich weiß nicht, bei einem war die Performance so grottig. Ich weiß nicht warum. Es sind so wenig Mods drin gewesen im Vergleich zu Unstable. Und das Ding lief so grottig schlecht, dass ich kaum über 60 FPS gekommen bin. Ich weiß nicht, was da noch an war. Ich habe keine Ahnung. Nun gut. Jedenfalls, das. das war eine Sache, wo ich so gesagt habe, okay, gut, auf zum nächsten Modpack. Bin aufs nächste Modpack gegangen, was eine Art Skyblock war. Wo ich mir dachte, ist vielleicht auch mal interessant, nochmal Modded Skyblock irgendwie mäßig was zu machen. Einfach nur. Man hat jetzt nicht so eine riesen Welt, man hat praktisch seinen Teil, man kommt gut voran. Wenn da noch Quests dabei sind, umso besser. War auch so, also es gab Quests. Es gab Quests, ja. Ich weiß gerade nicht, wie ich sagen soll. Es war kein Skyblock. Es gab eine Welt, die war eine Skyblock-Welt. Und das war die Vanilla, doof gesagt, Skyblock-Welt. Und das war's. Ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt, weil... Ich weiß, vielleicht bin ich mittlerweile einfach zu viel gewohnt. Ich weiß es nicht, kann sein. Aber ich gehe eigentlich davon aus, wenn man sowas macht, dass man da irgendwie in der Form irgendwas hat, was dann auch in der Lage ist, diese Welten zu generieren. Weil so ein Mod gibt's. Vielleicht ist der noch nicht auf der Version. Ich weiß es nicht. Stimmt, kann sein. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Vielleicht kann es sein, dass der Mod noch nicht geupdatet ist, aber trotzdem. Es war sehr komisch. Und allgemein, das ist mir aufgefallen in den ganzen. Ich weiß gar nicht wie viele, ein paar rausgesucht auf jeden Fall mit Quests drin. Ich mir gesagt habe, ja, naja, Quests sind vielleicht nicht ganz so doof. Da hat man sowas Grobes, woran man sich nochmal orientieren kann. Um praktisch voranzukommen. Vor allem, wenn halt beispielsweise Rezeptänderungen und so weiter dabei wären, wäre das ja ein bisschen ungünstig, wenn man halt nicht weiß, genau, was kann ich jetzt eigentlich machen, dass ich also alles ausfinden muss. Da ist es natürlich schöner, wenn man irgendwie Quests hat, die einem ungefähr sagen, ja, fang erstmal damit an. Jedenfalls, wie gesagt, wieder dachte ich, das ist schön. Das eine Pack hatte Quests, das waren aber im Endeffekt nur Achievements, also nicht Achievements, diese Advancements. Mit denen wurde das gemacht, dass man praktisch hier so Art durchgeht. Wobei manche Sachen auch wieder so kryptisch, also wir kennen ja die normalen Vanilla Advancements, ne? Moment, zack. Wo waren hier beispielsweise Follow an Eye of Ender, Portal to the End? Ja, es gab aber, glaube ich, noch ein paar Sachen, die... Gab's das nicht? Ach, mittlerweile haben sie alle Beschreibungen drin. Ich war der Meinung, es gab irgendwelche kryptischen Sachen, wo man nicht wusste, was gemacht werden muss und dann nur irgendwann unterschiedlich diese Sachen mal gekriegt hat.
Weil man nicht genau wusste, was noch. Jetzt weiß ich wieder, welcher Mods das war. Das war Twilight Forest. Mhm. Twilight Forest war nämlich an manchen Stellen sehr undurchsichtig. Zum Beispiel Gift the Questing Realm. What is it? Ist egal. Ich bin heute nicht in der Lage zu sprechen. Gut. Ja, dann war es. So in etwa könnt ihr euch manche Quests davon vorstellen. Was ich nicht toll fand, muss ich ehrlich sagen, weil es war so, nee. Wenn ich da wieder interpretieren muss und am Ende eine Wiki aufrufen muss, nur um rauszufinden, was ich jetzt eigentlich gerade machen muss, darauf habe ich keine Lust. Tschüss. So, ja. Und dann, ich weiß nicht, was das für ein Trend ist, das ist mir in ganz vielen Mods ist mir das untergekommen. Man hat irgendwie Tools am Anfang, die benannt sind mit /kit irgendwas. Habe ich da irgendwas verpasst? Ist das eine neue heiße Scheiß? Was? Ich habe es nicht ganz verstanden, was das sein soll. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof oder zu alt. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich es interessant fand. Beziehungsweise, was mache ich hier gerade? Hier wollte ich eigentlich gerne noch was anderes machen. Okay, Moment. Und zwar so. Ups. Ich wollte eigentlich erstmal nur den Rand machen. Okay. Weil hier würde ich nämlich gerne nochmal so ein bisschen, wie wir es hier hinten gemacht haben, so ein kleines Gebietchen haben mit nochmal ein bisschen was zum Anbauen. Was Unabhängigeres. So. Da könnte ich ja eigentlich. Dann machen wir erstmal das. Destructive Stone. Und. Timber. So. Aber was ich mitgekriegt habe, es gibt auf jeden Fall schon einen Haufen richtig, richtig geile Mods. Weil ich habe mir einfach mal alle möglichen Packs heruntergeladen. Und es gibt echt geile Mods wieder. Also einfach den heißen neuen Scheiß, so nach dem Motto. Ich freue mich echt drauf, dann meine Aktion zu erleben. Aber ja, noch müssen sie erstmal einen Moment warten, weil... ja. Ups. War echt noch nicht ganz so viel auf der... Ich bin immer noch am überlegen, deswegen hatte ich ja auch zwei Modpacks rausgesucht. Die 1.15 und die... 1.15 und 1.14. Einfach nur, weil ich sicher gehen wollte, dass wir irgendwie von beiden in irgendeiner Form was haben. Weil manche Mods sind auf der einen Version, manche sind auf der anderen Version, aber keine sind auf allen Versionen. Also gefühlt keine sind auf allen Versionen, sollte ich lieber sagen. Ja. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Ist doch gar nicht so schlecht, oder? So als kleines... Als kleines Pinüpsel hier. Mach's nochmal so. Nee, Moment. Ich würde da, glaube ich... den dann hier nochmal so ein bisschen reinziehen wollen. Jedenfalls von hier auf jeden Fall. Kann ich auch... Mensch. Mach ich das mal so. Und dann setze ich den hier auch mal nochmal rein. Dann passt das, dann ist es okay. Okay, gut. So, sorry. Ja, ja. Eigentlich, wie gesagt, mein Plan war, dass ich jetzt schon einen Modpack habe, was wir spielen können, aber leider habe ich keins in der Form dann gekriegt am Ende. Weil, wie gesagt, alle, die ich rausgesucht hatte, haben sich dann entpuppt, nicht so ganz so toll zu sein. Wo ich jetzt am Überlegen bin, ob ich entweder einfach sage, ich gehe auf ein normales Pack. Also auf ein zusammengewürfeltes Pack und wir nehmen erstmal das. Oder ich muss mal gucken. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich so... Es gibt Packs, die sahen auch relativ schick aus. So Vanilla-like Packs, die halt wirklich sehr, sehr lightweight sind. Und dazu noch so ausgelegt sind, dass dort Mods nur drin sind, welche so ein bisschen mehr zu Vanilla passen. Und nicht explizit jetzt einfach nur irgendwie Großmaschinen-Sachen reinpacken, die irgendwie in Vanilla trotzdem ein bisschen fehl am Platz sind.
Ja, also wie beispielsweise unsere die Computer beispielsweise. Ist nicht unbedingt Vanilla-like oder sowas. Aber Storage Drawers beispielsweise, das ist relativ Vanilla-like noch. So in etwa ist das Ding aufgebaut. Also praktisch so nicht komplett Technik-Sachen, sondern mehr so, so Vanilla ausgelegt. Ich glaube, ihr könnt euch fest vorstellen, was ich meine. Ich glaube, ich brauche das gar nicht so sehr zu erklären. So, jetzt wollte ich mal kurz gucken. Ich wollte jetzt hier die Dinger mal absäbeln. Da. Zack, zack. So, hatte ich eigentlich noch... Nicht so viel, okay, gut. Zack, 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 zack. So, machen wir hier weg. So. Ach ja. So, wie gesagt, wir bauen uns ein bisschen noch. Und dann gucken wir mal, dass wir in nächster Zeit hier irgendwie irgendwas zustande bekommen mal. So. Das mal so ungefähr. Huch. Ich rupp wieder alles weg. Ach so, ja. Gut, das weg. Ja, wie gesagt, eigentlich hatte ich vor, mittlerweile ein Modpack zu haben, was aber irgendwie nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Na gut. Aber ich habe jetzt trotzdem noch ein bisschen geguckt. Wahrscheinlich wird es wohl so Art Vanilla-like-Pack werden. Aber wie gesagt, da brauche ich noch einen kleinen Moment für, um mir wirklich genau zu überlegen, was ich jetzt haben will. Wie es aussehen will, soll und was ich dort machen will. Das ist ja immer das größte Problem. Was wollen wir eigentlich dann dort machen? Wollen wir einfach nur sagen, okay, wir haben Modpack und wir zocken einfach irgendwas oder habe ich irgendeinen halbwegs planen, dass ich sage, ja, wir fangen damit an, machen das ungefähr so und so und machen das und das und dann das ist mein Ziel. Oder ist es einfach nur, weil wenn es Vanilla-like ist, wird es wahrscheinlich sein, ja, hauptsächlich werden wir bauen. Da muss ich halt, wie gesagt, mal gucken, wie wir das machen. So, und jetzt ich setze das doch noch mal nach vorne. Gefällt mir nicht. So. Gut. Mal gucken. Nun gut. So. Dann kann ich jetzt erstmal draußen weiterbauen. Genau. Das ist dann eigentlich sogar schon ungefähr das dazu gewesen. Wie gesagt, ich bin einfach nicht dazu gekommen, was zu finden, wo ich sage, jo. Klingt gut, sieht gut aus. Mach mal. Naja. Vielleicht finde ich jetzt was. Im Notfall, ich hatte auch schon überlegt, dass ich im Notfall einfach selber ein kurzes Pack zusammenstelle, einfach irgendwelche Mods zusammenschuster, dass ich gar nicht erst Mods drin habe, wo ich jetzt sage, nee, darauf habe ich keinen Bock. So wie wir es damals auch gemacht haben, weil das ist die schnellste Modpack-Erstellung, die es gibt. Einfach sagen, gut, ich öffne den Twitch-Launcher oder was weiß ich nicht. Und dann sage ich mir, gut, ich möchte gerne das, wähle alles schön einmal aus und danach fertig, drücke ich auf Spielen und mein Modpack startet. Ja, mal gucken. Aber wahrscheinlich wird es entweder sowas oder ein Vanilla-Like-Pack. Was anderes, glaube ich, wird es nicht. Und dann werden wir da einfach ein bisschen rumzocken. Und hoffentlich werden in der Zwischenzeit sich ein paar Mods updaten. Und wir können dann irgendwann auch mal auf Unstable wieder wechseln. Dass wir dann irgendwie noch ein paar Mods fertig haben, die wir nutzen können. Sehr schön. Ich meine, ich hatte jetzt noch ein paar andere coole Ideen, was man vielleicht noch machen könnte. An auch Mods selber. Ich bin da noch ein bisschen hinterhergerissen. Es gibt ja beispielsweise... Na, lass ich's.
Es gibt da beispielsweise einen Waystone-Mod. Ich kann ja einfach mal so ein bisschen erzählen, was so meine Gedanken waren. Es gibt einen Waystone-Mod. Werden wahrscheinlich einige von euch erkennen. Worüber man sich teleportieren kann. Kann man dann praktisch hingehen, da hat man so einen Waystone. Ist so ein bisschen. Ja, so ein bisschen wie unser Signpost-Mod im Endeffekt, nur dass man nicht diese schönen Signs hat, die in die Richtung zeigen, die man drehen kann, sondern dass es halt einfach nur ein Mod ist, der einen Block macht, den kann man benennen und danach kann man, wenn man den discovered hat, kann man zu dem poppen. Finde ich gar nicht schlecht. Ich bin nur noch am überlegen. Also zuerst. Okay, ich fange mal anders an. Zuerst war mein Gedanke, bevor ich den Mod gesehen hatte, so sehr und mich damit nochmal genau auseinandergesetzt hatte, weil ich kannte einen alten Waystone-Mod, der einfach nur gratis war. Das heißt, du konntest zu einem Waystone gehen, konntest rechts klicken, konntest dir einen aussuchen, konntest dich dorthin teleportieren. Bei dem kann man mittlerweile einstellen, dass es Itemkosten und so weiter haben kann. Das heißt, es ist ein bisschen fairer. und da habe ich jetzt einfach mal geguckt, was so. Also, beziehungsweise, nee, anders. Ich hatte vorher überlegt. Ich hätte nämlich gerne Folgendes, dass man auf Journey Map, wenn ihr euch, ihr kennt ja sicher auch Antique Atlas. Antique Atlas ist ein sehr, sehr schöner Mod. Den haben wir, glaube ich, sogar, oder? Haben wir. Moment, kann ich mal zeigen. Habe ich das gemacht? Nein. Natürlich habe ich es nicht gemacht. MT Antique Atlas. So, können wir den nutzen. Zack. Und dann sehen wir den da oben rechts zum Beispiel einmal im Bildchen. Und er macht automatisch praktisch ja so eine Map. So, dann haben wir hier eine Map, die wunderschön einmal simuliert, was praktisch hier ist. Natürlich fehlen hier Sachen wie Brücken und sonstige Sachen. Was wir zugebaut haben, ist nicht unbedingt ganz da. Aber so kleine Sachen wie beispielsweise so Seen und so weiter werden erkannt. Das macht es relativ cool und danach, je nach Biom, hat man dann praktisch so eine unterschiedliche Darstellung hier. Und hier hinten ist ein Village, das hat er auch automatisch erkannt. Und genau das, darauf wollte ich hinaus. Er hat ja automatisch erkannt, hier hinten ist ein Village. Ne? Die Village-Sachen werden automatisch erkannt, weil die Häuser haben eine bestimmte Generierung und sind praktisch dann da. Das heißt, wir haben hier alles mögliche. Wir sehen hier praktisch die. Ups, wir sehen die Kirche. Wir sehen das alles. Es sieht mega cool aus. Es sieht echt mega, mega cool aus. Hier drüben haben wir noch einen Krater. es sieht mega cool aus. Was ich mir wünschen würde, wäre halt, Antique Atlas ist richtig geil, wenn es angeht, einfach nur so ein bisschen ohne zu viele Details irgendwas darzustellen. Aber wie ihr schon seht, hier fehlen halt so ein paar, beispielsweise bei mir die Häuser, die werden halt nicht dargestellt. Das ist so ein bisschen das ganze Problem, was ich mit dem Mod habe, dass manche Sachen einfach nicht dargestellt werden. Ja. Das ist so ein bisschen das Doofe. Ich weiß nicht, wie ich genau. Und das Einzige, was ich machen kann, ist zum Beispiel einen Marker noch adden. Kann dann mir hier ein Symbol aussuchen, was ich haben will. Und kann es benennen. Zum Beispiel Base nennen. Zack. Und danach habe ich hier Base. Und wenn ich rauszoome, sehe ich praktisch die Sachen immer. Kann ich, wenn ich das praktisch erkunde, kann ich praktisch sehen ungefähr, ja, da ist es. Dann kann ich mir eine Markierung setzen und dann. Kann ich beispielsweise sagen, ja, hier Markierung XY, das ist meine Base. Tada. Ja. Ich finde das cool. Einzige Problem ist halt, was ich so ein bisschen habe, man sieht leider die Custom-Häuser nicht. Wenn das noch möglich wäre im Antique Atlas, dass man diese Custom-Häuser sehen kann, dann wäre ich absolut glücklich. Dann würde ich sofort diesen Mod nehmen und unsere Minimap rausschmeißen. Aber da das leider nicht der Fall ist, ist halt noch beides drin. Vor allem, weil man halt sagen kann, wenn man das Buch in der Hand hält, wird das Ding dort oben beispielsweise angezeigt. So. Dann gab es auch noch einen Add-on-Mod dafür, der dann praktisch so hier so eine Art Signpost-Verknüpfung gemacht hatte, worüber man dann einfach hier konnte man die verlinken und dann hat man die praktisch auf dem Antik-Atlas auch gesehen. Und konnte praktisch sehen, ach guck mal, da ist ein Signpost. Gibt auch, glaube ich, direkt so einen Marker dafür. Nee, standardmäßig gibt es sie nicht. Okay. Aber man kann sich halt so Marker setzen. Ich finde das Ding voll cool. Wie gesagt, einziges Problem ist, es zeigt nicht alles an, was ich halt an Journey Map beispielsweise toll finde. So. Jetzt ist natürlich die Sache, in Journey Map
sind. Was muss ich drücken? Das. Waypoints. Man kann die zwar öffnen, kann sie editieren und kann denen irgendeine Farbe zuweisen. Aber das ist dann, ja, gefühlt alles, was man machen kann. Man kann die Dimension noch festlegen, aber man kann nicht beispielsweise sagen, dieser Marker hat Farbe, hat folgendes Symbol oder was weiß ich nicht. Er sieht so und so aus. Das kann ich leider nicht machen. Und das stört mich. Das stört mich riesig. Was ich jetzt überlegt hatte, man kann man kann ein Add-on schreiben für Journeymap, in der man Marker hinzufügen kann, und da kann man nämlich Marker machen. Und dann kann man zum Beispiel solche Symbole und kleine Bildchen dorthin packen. Und da habe ich mir überlegt, das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn man das irgendwie integrieren könnte. Da habe ich so ein bisschen nachgedacht und habe gesagt, man könnte so ein Signpost-Mod im Endeffekt oder ein Waystone-Mod ist an sich nicht schwer geschrieben. Dass man sagt, okay, wenn ich da draufklicke, kann ich mich teleportieren. Dann öffnet sich, keine Ahnung, öffnet sich Journey Map und dann kann man praktisch auf so ein Dingens klicken und dann kann man sich dorthin teleportieren. Beispielsweise könnte man machen, ist nicht unbedingt schwer. Und da habe ich mal geguckt gehabt, ob es sowas schon gibt und bin halt auf den Waystone-Mod gestoßen. Der Waystone-Mod ist allerdings, das muss man dazu sagen, keine Kombination mit Journey Map. Das heißt, er hätte standardmäßig keine Waystones. Man kann sich natürlich normale Sachen setzen, also normale Waypoints in Journey Map, die halt in der Welt sind und scheiße aussehen, finde ich. Ich will halt gerne Sachen auf der Karte haben, wo ich nicht unbedingt die Benennung brauche, wo ich einfach nur ein Bildchen haben kann, wo ich zum Beispiel Waystone-Bildchen oder sowas machen kann. Und ich bin halt jetzt am überlegen, ob ich den Waystone-Mod nutze und einfach ein Add-on für Journey Map mache, welches einfach nur ein paar Marker hinzufügt. Ist mein WLAN wieder ausgegangen hier? das wäre jedenfalls der Traum. Ist wieder kaputt gegangen. So. 18? Kurz warten. 18, okay. Flupp. Gut, wir haben wieder WLAN. Ja. Das sind so Sachen. Ne. Also, wie gesagt, ich hatte halt überlegt, ob ich den Waystone-Mod nutzen will. Hätte, wie gesagt, schon irgendwie coole Vorteile. Bauen wir nämlich mal noch. Und Liliac. Was hat man noch für Sachen? Eigentlich nur Liliacs und dann halt Leaves, genau. Leave me alone. So. Gut. Wunderbar. Ja, das war so mein Gedankengang, was man vielleicht mal machen könnte. Ich fand die Idee gar nicht schlecht. Einfach nur, weil Journey Map an sich ist, finde ich immer so eintönig mit diesen Markern. Ja, du kannst. Es sieht halt nicht. Das ist halt der Charme von diesem Antique Atlas. Er hat dieses wunderschöne Antike könnte man sagen. Ich weiß nicht, ich finde das Ding mega schick und es wäre halt echt schade, wenn man es irgendwie ein paar Sachen nicht nutzen kann oder nicht nutzt, einfach nur weil halt sie nicht so praktisch sind und vielleicht nicht alles darstellen. Wie gesagt, man kann natürlich auch sagen, okay, wir gehen trotzdem auf Antique Atlas. Ist doch scheißegal, ob man alles sieht oder nicht. Ja, ist halt bescheuert, wenn man... Das da. Wenn man irgendwas Tolles gebaut hat und sich gerne die Ausmaße angucken will, wie das groß das ist, ist halt ungünstig, ne?
Also ich finde halt, man sollte selber sehen können, was man gebaut hat. Strukturen, sonstiges, sollte man alles immer sehen können, weil das ist... Ich gucke mir das auch manchmal gerne an. Was für ein Ausmaß hat jetzt eigentlich mein Gebautes mittlerweile angenommen? Was für eine... Das war doof. Mensch. Ich brauche mal eine Farm. So. Weil das ist immer was mich voll interessiert. Was für Ausmaße hat es mittlerweile angenommen? Natürlich auch so beim Durchlaufen, Durchgucken. Definitiv. Aber halt auch... Achso, nee, ich brauchte nur das sogar. So, dann haben wir diesen da. Gut, reicht das mal. Ja. Das sind so... Ich weiß nicht, ich bin vielleicht in der Hinsicht auch komisch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Würdet ihr euch sowas wünschen? Würdet ihr sagen, oh ja, das ist eine mega coole Idee, mach unbedingt, will haben? Oder sagt ihr eher, eigentlich brauchen wir nicht. Würde ich nicht nutzen oder was weiß ich nicht. Einfach nur mal so allgemein, wie ihr so vielleicht dazu steht, zu sowas. Wenn man jetzt sowas machen würde, angenommen. So. Okay. Und hier mal nochmal so ein bisschen diesen da. Diesen da. Diesen da. So, wunderbar. So, jetzt bin ich noch am Überlegen. Machen wir es mal so. Die mache ich mal noch. Den und den. Schön. Oh. Ich mag es zu bauen. Ich weiß nicht. Es ist toll. So, und hier mal das Ding wieder hin. Okay. Mhm. Das ist auch in den neuen Minecraft-Versionen gibt es ja noch viele, viele schöne Blöcke. Neue. Och, baumäßig. Darauf freue ich mich ja eigentlich am meisten aktuell. Diese ganzen tollen Sachen wie beispielsweise diese Bärenbüsche, ich finde die so schön. Diese Bärenbüsche, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Sweetberry? Nee. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Auf jeden Fall hatten die irgendeinen Namen, glaube ich. Oder hießen sie einfach nur Berries. Könnte auch sein, dass sie einfach nur Berries hießen. Ich bin nicht gut, was sowas angeht. Mein Gedächtnis ist eh lückenhaft und... Ja. So. Machen wir mal ein Steinchen rein. Wunderbar. Ach, guck mal, wie das alles zusammenkommt. Ist das nicht herrlich? So. So, Tintenfisch. Ich rupp dir mal ein bisschen was hier weg. Nee, Gravel. So. Einfach mal ein bisschen irgendwie nochmal Bambule hier. So. Ein bisschen mehr machen und dann so. Nein, das ist falsch. Jetzt habe ich wieder. Okay. Gut. So, machen wir das einfach mal so ein bisschen simpler hier. So, die Folge ist auch eigentlich schon wieder an ihre Kapazitätsgrenze, die ich mir selber gelegt habe. So, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das ist so eine Mod-Idee, die mir gekommen ist, die ich relativ lustig fand. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr sagt, jo, klingt cool oder nicht. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht mal umsetzen werden. So. Hier ist ein bisschen wilder. Hier kann theoretisch schon ein Baum hin, wenn wir ehrlich sind. In das Gestrüpp. So, ein bisschen mehr Braun reinbringen in das ganze Ding hier. Es ist doch teilweise sehr, sehr grün. Ich rupp
alles weg, weil ich einen Block weg unten wollte. So. Gut. Ja, naja. Hier nochmal. Nochmal so Dingen. So. Wunderbar. Jetzt habe ich natürlich das Feld nicht geschafft, aber wir haben alles außenrum geschafft. Das ist auch ein Erfolg. So, mal so. Haben wir hier so ein bisschen mehr an dem Zeug. So, okay. Gut. Wie gesagt, hier muss dann theoretisch eigentlich noch ein Fältchen rein. Ein bisschen. Ah, an und für sich sieht es auch gar nicht so doof aus. Ich bin zufrieden. Okay. Dann würde ich auch sagen, wie ich beende jetzt erstmal die Folge. Theoretisch könnten wir mal noch einen Haufen Fertilized Dirt produzieren. Und dann könnte ich das ganze Feld abruppen und dann kriege ich nämlich die Wasserponds hier weg. Kann ich nämlich das Wasser hier wegmachen? Also hier das, diese kleinen Fleckchen. Und dann kann ich das wie hier oben machen und einfach alles machen. Und ich kann auch drauf rumhüpfen. Und es geht nicht kaputt. Vielleicht machen wir das mal noch. Dass wir so das Feld austauschen. Mal gucken. Gut, ja, wie gesagt, dann jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Mal gucken. Ich versuche immer noch ein Modpack rauszusuchen und dann gucken wir mal. Ich will halt ungern 1.12 nehmen. Ich will es halt ungern nochmal auf eine Version gehen, die wir jetzt beispielsweise hier gerade haben. Ich würde gerne irgendwas Neueres haben. Mal gucken. Gut, dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.